Jungs, ich habe durch Trading 4 Millionen Coins auf der Uhr und könnte die bei meinem Partner IoT Coins für 120 Euro verkaufen. Natürlich könnt ihr nicht nur Coins verkaufen, sondern auch kaufen. Wenn euch zum Beispiel Coins fehlen, um SBCs abzuschließen oder ihr Startkapital braucht, um meine Trading-Tipps umzusetzen, könnt ihr euch ohne Risiko so viele Coins gönnen, wie ihr gerade benötigt. Ab Transferbeginn dauert es ungefähr 15 Minuten, bis ihr die Coins auf eurem Konto habt. Und durch eine geheime Coins-Transfer-Strategie ist euer Account zu 100% sicher und ihr könnt nicht gebannt werden. Mit dem Code ZFIFA spart ihr aktuell 5% auf eure gesamte Bestellung. Link ist in der Infobox. Was geht ab, Freunde? Willkommen zum heutigen Trading-Video. Gestern Abend haben wir tatsächlich mit dem Trailblazers-Event die Rodrigo SBC bekommen. Die kostet 422.000 Coins. Zum Start gestern hat die ungefähr 360.000 Coins gekostet. Und das ist tatsächlich eine extrem gute SBC, was sich natürlich auch hier an der Bewertung erkennen lässt. Ich habe euch ja gestern auf dem Food Peppy Trading-Kanal empfohlen, einen Luka Modric einzupacken für 230.000. Und das ist natürlich ein guter Link zu Rodrigo. Heißt, er hat von dieser SBC sehr, sehr gut profitiert. Ist aktuell bei knapp 270.000 Coins. Ich gehe da jetzt tatsächlich raus, weil ich werde später noch in Futter investieren. In welches Futter, das sage ich euch natürlich auch noch. Also, wenn ihr mit dem Gewinn zufrieden seid, Freunde, gerne rausgehen. Also schneller 40.000 kann man wirklich nicht machen. Das waren keine 24 Stunden Haltezeit. Ich hoffe, ihr habt das Video gestern früh genug gesehen und konntet noch in Luka Modric investieren. Falls nicht, Freunde, denkt daran, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr solche Sachen immer sofort seht und schnell handeln könnt. Und natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, einfach um den Kanal hier zu supporten. Die Rodrigo SBC hat natürlich auch dafür gesorgt, dass brasilianische Manager extinct sind. Ja, die sind bei 5.000 Coins. Schaut da gerne mal in euren Verein nach, ob ihr einen brasilianischen tauschbaren Manager habt, den nicht benötigt. Und dann könnt ihr den jetzt easy zu Coins machen. Wichtig, stellt den bitte nicht für 5.000 Coins drauf, sondern für 4.900 Coins, sonst ist die Gefahr gegeben, dass ihr gebannt werdet. Also nie Karten, egal ob Manager oder Spieler, auf Maxpreis anbieten. Was hingegen nicht so gut geklappt hat, sind die geplanten SBC-Futter-Investments. Aber das ist ja klar. Ich habe ja gestern gesagt, entweder wir sehen abends guten Content und das SBC-Futter ja, bleibt stabil, oder wir sehen halt keinen guten Content und es droppt. Wir haben guten Content gesehen, Modric hat profitiert, aber dafür ist das SBC-Futter leider nicht gesunken, beziehungsweise man hatte nur ein ganz kurzes Einkaufsfenster, um SBC-Futter etwas günstiger zu bekommen. Welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt noch aktuell, um Coins zu machen? Die nächste wirklich interessante SBC, die wir wahrscheinlich sehen werden, ist das Hero Pack. Ich denke, die SBC wird entweder am Montag kommen oder vielleicht sogar schon morgen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass SBC-Futter-Ratings im Bereich 85er, 86er und 87er gefordert werden. Die sind natürlich jetzt schon etwas gestiegen, beziehungsweise die Preise sind nicht so attraktiv wie noch vor ein paar Tagen. Trotzdem kann man darüber nachdenken, SBC-Futter einzukaufen. Ich denke, dass wir 85er, wenn ihr die so für Richtung 4K bekommt, 86er unter 8,5K und 87er unter 14K, dass ihr euch die einkaufen könnt. Geht nicht auf Masse, sondern nehmt da wirklich jeden Spieler einmal mit und im Idealfall bietet ihr das SBC-Futter jetzt schon überteuert an. Ja, wenn ihr 85er einkauft, macht einen Aufschlag von 1000 Coins. Wenn ihr 86er einkauft, macht einen Aufschlag von 1500 Coins. Und wenn ihr 87er einkauft, macht einen Aufschlag von ungefähr 1800 Coins. Da sollten, weil wir natürlich auch noch die Rodrigo SBC gerade am Laufen haben, wir bekommen noch die Rice SBC und dann das Hero Pack, solltet ihr eigentlich schon gute Verkäufer haben. Aber wie gesagt, ich denke, das SBC-Futter in den nächsten Tagen noch etwas anziehen wird. Natürlich haben wir morgen noch die Squad Battles Reward, die wahrscheinlich nicht schlecht werden, weil viele diesen Glitch genutzt haben. Und wir bekommen noch die Weekend League Rewards im Laufe des Wochenendes. Trotzdem denke ich, dass wir hier, zumindest wenn wir jeden einmal einpacken und auf die UV-Liste packen zu den genannten Preisen, trotzdem gute Gewinner einfahren sollten. Dann kann man sich noch ein paar weitere Karten auf die Liste packen. Unter anderem Klaus, der hat eine Price-Range-Anpassung. Der war ja vorher bei immer mindestens 20.000 Coins. Das wurde jetzt angepasst. Man bekommt den für ungefähr 17.000 Coins. Da kann man den sehr, sehr gut snipen. Und das empfehle ich euch auch. Ja, kauft euch Klaus ein bis zweimal an. Ich habe bisher schon drei Klaus für 19.000 Coins verkauft. Habe die alle so für ungefähr 16-17 eingekauft. Geht hin, kauft den ein, zweimal ein, am besten mit Anker, und setzt den für ungefähr 19-20.000 Coins auf den Markt. Also immer
3000 Coins teurer, als der Einkaufspreis war. Das gleiche für Jeko, den habe ich euch ja auch schon mal empfohlen. Mit dem kann man auch noch UV betreiben. Kauft euch den auch ein, zweimal ein. Der ist natürlich schon etwas gestiegen. Liegt daran, dass SBC-Futter allgemein auch nach oben gegangen ist. Wie gesagt, der wird früher oder später mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf ein 90er Rating geht. Und wenn wir uns einmal anschauen, wo die 90er Ratings sind, sehen wir, dass die gerade bei 48.000 Coins sind. Ja, das dauert natürlich noch ein bisschen, aber ich denke, den ein, zweimal auf die Liste packen, ungefähr 4.000 bis 4.500 Coins Aufschlag und der sollte regelmäßig weggehen. Ein paar Karten, die ich im Low-Budget-Bereich auch sehr interessant finde, sind 81er und 82er Gold Non-Rares. Die bekommt ihr nämlich gerade extrem günstig. Ja, hier könnt ihr auch quasi eine aktive Trading-Methode rausmachen. Geht einfach hin, kauft euch die Spieler ein- bis zweimal ein für maximal 500 Coins. Ja, sehr, sehr wichtig. Ihr könnt euch ja die 81er rausfiltern und stellt die sofort für 750 Coins auf dem Transfermarkt UV drauf. So macht ihr auch im Low-Budget-Bereich nebenbei sehr, sehr gute Münzen und geht dabei kein Risiko ein. Genau das gleiche auch bei den 82er. Hier bis 500 Münzen könnt ihr euch die ein-, zweimal mitnehmen. Weil wenn die 550 Münzen kostet, probiert die euch vielleicht zu erbieten. Und dann stellt die auf den Markt drauf. Das habe ich gestern nebenbei auch ein bisschen getestet. Ich habe ungefähr 20 Karten eingekauft und nach einem Durchgang sind schon 4 Karten weggegangen. Also könnt ihr ja hochrechnen, was das bedeutet. Wenn ihr euch eine volle Liste macht, also im Low-Budget-Bereich eine gute Methode. Wenn ihr kaum Coins habt, ja, ihr braucht, wenn ihr so eine volle Liste mit Gold Non-Rares bauen wollt, zwischen 40.000 und 50.000 Coins Startkapital. Und ich denke, das hat fast jeder zur Hand. Und das ist halt wirklich eine der einfachsten Methoden, aus wenig Coins mehr Coins zu machen. Vor allem sollte die Golden Non-Rare Methode so gut funktionieren, weil wir, denke ich, wirklich am Montag wieder Upgrade-Packs sehen, wo Golden Non-Rares gefordert werden. Und gerade bei diesem Team, was wir am Freitag bekommen haben, sollte die Methode halt wirklich OP sein, weil jeder diese Upgrades machen möchte. By the way, was ist das eigentlich für eine ganze Werbung hier? Das ist ja bodenlos, das ist ja komplett zugekleistert. Vielleicht sollte ich mir tatsächlich mal Footbin Premium machen. Also zusammengefasst, 85er bis 87er Ratingkarten könnt ihr euch einmal auf die UV-Liste packen. Die UV-Aufschläge habe ich euch genannt. Dann einmal die beiden Spieler, die beiden Special-Karten, die ich euch genannt habe, mit Klaus und Jeko, die ihr euch auf die Liste packen könnt. Und im Low-Budget-Bereich 81er und 82er Karten Richtung Discard-Preis erbieten, beziehungsweise auf jeden Fall unter 500 Münzen. Und dann UV anbieten. So hat jeder, egal welches Budget, jetzt genug Möglichkeiten, aktiv an diesem Wochenende Münzen zu machen. Ansonsten war es das für heute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, haut rein, euer Sam.